Ich bin Bärbel von Farel und arbeite hier in der Schulbibliothek schon seit 10 Jahren und bin nebenbei auch noch Rentnerin. Mein Name ist Aida Paul, arbeite hier in der Schulbibliothek seit 9 Jahren und wir sind momentan zu dritt, weil wir eine studentische Hilfskraft noch haben. Man kann in der Bibliothek arbeiten, Projektarbeit machen und sich zurückziehen und man kann hier in den Pausen sein und Bücher ausleihen. Zu diesem Zweck haben wir eben die Bibliothek geteilt sozusagen. Im hinteren Teil sind die Schulbücher und Bücher, die für Projekten sind. Und hier in dem vorderen Teil sieht man. Die neuesten Romane, wir sind immer auf dem neuesten Stand. Wir haben auch ein paar Klassiker und auch ein paar ganz wenige Ladenhüter, aber das meiste ist ganz aktuell. Und wir haben auch viele politische Bücher, um Themen zu vertiefen. Schülerinnen und Schüler kommen in die Bibliothek, um hier einen ruhigen Ort zu haben, eine freundliche Atmosphäre, in Ruhe arbeiten zu können. Für mich ist die Besonderheit hier, dass man selbstständig an Projekten arbeiten kann, ohne dass jemand ständig kontrolliert. Wir sind da, um Literatur anzubieten, als Grundlage für Forschen und sich zu erkundigen, was ein bestimmtes Thema betrifft. Wir haben eine Lesung geplant, aber es ist schon die fünfte Lesung innerhalb dieses Halbjahres. Das ist also schon Enorm. ganz schön Haben wir viel. uns sehr bemüht. Ja, es kommt super gut an und die Schüler sind immer ganz begeistert. Ich glaube, Lehrkräfte an dieser Schule wissen gar nicht, wie aktuell wir sind, wie viele politische Themen, wie viele Bücher wir zu politischen Themen haben und wir in enger Zusammenarbeit sind mit der Landeszentrale für politische Bildung und auch ganz viele Fragen, die sich sicherlich Lehrkräften stellen, werden hier durch diese Literatur beantwortet und erleichtern vielleicht auch einige Unterrichtsthemen. Und wir würden uns sehr darüber Ja, freuen, natürlich. Aida, ne, dass die viel mehr zu uns kommen und einfach mal schauen, was wir da haben. Und wir haben ein Regal mit Politik, Ja, praktisch noch zusätzlich ja, Sachen, die ja, nicht aktuell sind in diesem Monat, ja. aber allgemein Themen außer Politik und Entwicklung, neueste Entwicklung einfach Genau, behandeln. genau. Also zum Nahostkonflikt, Ja. zum Ukraine-Krieg, Vertiefung Religion und um einfach mal mehr zu erfahren Ja. über zum Beispiel die Geschichte der Türkei und so weiter. Wir wünschen uns, dass die Bibliothek viel mehr als Beratungsort gesehen wird und mit einbezogen wird in Prozesse. Und wir können sagen, dass es wirklich einen Bruch gegeben hat mit Corona. Also Richtig. vor Corona war das so. Wir hatten Stammkunden Stimmt. aus allen Bereichen und Corona ist richtig ein Bruch in unserer Geschichte auch. Klassen- und themenübergreifender Unterricht, der sich dann auf viele Schüler so auswirkt, dass sie selbstständig sind. Das ist etwas ganz Besonderes, das merken wir auch hier. Und Sie sind sehr selbstbewusst, also das Selbstbewusstsein wird gefördert. Ich glaube, Sie können an dieser Schule sehr viel ausprobieren, ohne dass Sie gestoppt werden. Ihre Kompetenzen werden gefördert und Ihre Stärken gestärkt, würde ich mal sagen. Wenn Sie jünger sind oder wenn neue Schüler kommen, ist immer ein Schüler dabei, hat die Ja, Aufgabe bekommen zu begleiten. das Und dann Soziale. übernehmen Sie diese Ja, soziale Aufgabe. Das ist ja, sehr, sehr schön zu sehen. Also ja, das ist eine Besonderheit. ja.